Boah, ey, guten Morgen, ihr Nacken. Guten Morgen mit dem Kaffee und diesem abgefahrenen Zeug. Ich will hier keine Werbung machen. Ich will nur, dass ihr jetzt das kauft. Nein, ich will euch nur mal was wirklich Geiles empfehlen. Und ich bin wirklich pingelig bei so Sachen und ein kleiner Feinschmecker. So sieht das Ganze denn auf dem Brötchen aus. Also vom Aussehen ist es jetzt nicht der große Hit, weil hier sind irgendwie kleine Erbsen, glaube ich, mit drin. Also das ist nicht mein Ding. Es schmeckt aber hammergeil. Ihr Nacken, merkt euch bitte, Dr. Dörr, das Ganze kommt hier von Kaufland. Brathähnchensalat, das ist wichtig. Da darf nicht hier Flügelsalat stehen oder was sonst da immer steht. Das muss so heißen, dann ist es das Richtige. Wir können mal hinten drauf gucken. Dr. Dörr, genau, aus Dresden. Das sind die Angaben hier. Hier könnt ihr ja auch nochmal gucken, wenn ihr das wollt. Ja, darf man sich jetzt nicht abschrecken lassen immer. Ich kann nur sagen, ihr Nacken, das ist ein richtig geiler Scheiß, Alter. Das schmeckt richtig abgefahren. Und ich habe mich geärgert, weil dieses ist ja ziemlich klein, die Packung, dass ich mir da nur eine gekauft habe. Weil ich aber auch dachte, das schmeckt einfach wie in jedem Flügelsalat oder so, ja. Ist es aber nicht. Ich kann ja nochmal kurz erklären, es schmeckt wirklich wie, als hättest du Brathähnchen auf deinem Teller, also schön vom Grill. Und dazu irgendwie so eine Soße, eine geile.